genau das, was du sie gerade schreibst. Und durch Bildschirme durchgreifen kann man leider noch nicht. Speichert das Spiel eigentlich in diesen Ladebildschirmen? Kann ich dann einfach irgendwann demnächst ausmachen für heute? Speichert alles? Weil ich würde dann tatsächlich noch kurz DVD machen, damit ich mich heute einlogge. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 erreicht haben, haben sie versagt. Oh, das ist bestimmt mit Quicktime-Events. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Schade. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Das Navi hat mit ihm gesprochen. Oder... Wenn Pfeilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Ja. Los. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Du bist Super Dad. Vollgas. Handschuh.
Ja, noch mehr Tasten, dann wird es langsam knapp hier mit den Kapazitäten. Geht der mal aus dem brennenden Auto raus, langsam? Nimmst du die Ruhe weg? Ich muss gedrückt halten. Jetzt krabbelt meine Nase. Sag mal. Lass ihn nicht drauf gehen! Niemals! Was soll ich tun? Oh, jetzt! Er hat es geschafft! Aus dem Regennetz, das ist alles gut. Ah, geschafft! Jetzt stirbt sicher gleich einer von den Popos. Nee, ich glaub doch nicht. Nein, das ist Super Dad. Er muss Sean finden. Den lasse ich doch nicht sterben. Stirbt vielleicht am Ende. Man weiß nicht, was passiert. Okay, Galgenraten. Amen. Die haben wir doch locker rausgeschafft. Oh, er fängt an, schwer zu atmen. Das war Prüfung Nummer 1 von 5. Jason. Ich würde sagen, eine Szene mache ich für heute noch, also bis zum nächsten von so einem Ladebildschirm. Und dann würde ich noch, wie gesagt, ein bisschen DVD heute machen. Dass ich mich da wenigstens eingeloggt habe und 2-3 Ründchen gespielt und dann bin ja schon wieder fast 4 Stunden da. Nämlich so langsam kriege ich auch ein bisschen Hunger. Ist nur der Rahmen ein bisschen verzogen gewesen, gerade Typ, bei dem Auto. Alles kein Problem. Fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind noch leben. Oh, hast du Magenkrämpfe? Ich hätte aber auch keine Hände gewaschen. Schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Was bist denn du für ein Ekelpaket? Was macht denn der mit seinem Mund die ganze Zeit? Will er die jetzt essen oder was? Madison Page, 27. Ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ach, das soll... Ich weiß nicht. Kaugummi kauen sein? Zimmer 201, letzter Stock. Aber so kaue ich auch kein Kaugummi. Rechts. Das ist doch das Hotel von Detroit. Also jetzt... Danke. Hat jemand von euch Detroit gespielt? Das glaube ich. Sieht voll aus wie das Hotel, wo Kara einen Unterschlupf sucht. Dass sie fliegen.
Wo ist jetzt mein Zimmer? Das habe ich nicht aufgepasst. Kann ich mit dir reden? Hallo? Also ja, im echten Leben wäre ich dort auch nicht geblieben. Oh. Ist das Ekelpaket. Musst du noch Angst haben, dass der nachts in dein Zimmer kommt? Hat jemand aufgepasst, welches Zimmer unseres ist? Ich habe leider nicht aufgepasst. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja ihre Gedanken hören kann. Sie hat doch was zu ihm zu sagen. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Mal kurz wieder runter, wo ich hergekommen bin. Ich sollte die Treppe rechts nehmen. Dann machen wir das auch so. Oder ist das die Treppe rechts? Sieht genauso aus, nur so sie. Die Treppe rechts. Sehr subtiler Hinweis, Spiel. Aber hier sind doch die 100 da. Da muss ich dann noch eins hoch. Eine Knabberleiste. So, Zimmer gefunden. Ich wüsste doch sofort, wo ich hin muss. Fuchsnarbe, schönen guten Abend. Da ist jemand. Ist er verletzt? Hallo? Wie sind wir eigentlich? Das ist doch die, die überfallen wurde. Ach nee, das war im Traum. Ich hab nichts gemacht. Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Ach Nathan, spiel halt nicht den Held. Ich meine, klar, wenn er jetzt zum Arzt gehen würde, würde ihm die Zeit verloren. Ach, ich muss mit ihm laufen. Ah, ah. Zimmer 207. Er macht er mit seiner Hand. Haben Sie den Schlüssel? Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Ihr Fuchs, habe ich. Ein oder zwei Rippen kaputt. Ich glaube, es kommt drauf an, welche Qualität du halt dann jetzt guckst. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet. Die Wunde sieht schlimm aus. Ziehen, ne? Wir gehen mal im Bad gucken. Nicht, dass sie die Kiste unterm Bett findet, aus Versehen. Ehrlich. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ja, aber das. Was davon ist jetzt Desinfektionsmittel, das weiß ich doch. Paracomol-Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Okay. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Aber was? Ja, Schluck. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen.
Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Aber das ist immer noch nichts desinfiziert. Muss ich davon doch noch? Ja, mal zum Schrank. Nikofren 100 Antibiotikum bei Infektionen. Ja, das nimmt er auch. Das ist alles so für Medizin im Hotel ist. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Ist ein Antibiotikum. Antibiotikum? Ich bin kein Arzt, aber eine gebrochene Rippe löst doch wohl keine Entzündung aus. Okay, vielleicht finde ich etwas anderes. Brauche ich das rechts noch? Es hat Paraphenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Nee, das brauchen wir nicht. Ach, oben, das ist ja Desinfektionsmittel. Da stand irgendwas mit. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ich desinfiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Oh, das war zu schnell. Sorry. Alles klar? Ups. Bin nicht so der geduldigste Mensch. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. An ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Oh ja, jetzt geht er in die Dusche. Der Popo ich und warte, bis ihr rauskommt. Die Popoen. Sagen Sie, wenn Sie was zusammen brauchen. Zur Dusche? Ne, da war kein Blut dran, ne? Alles hier bloß. Oh, die... Habt ihr das gesehen? Die Buschert! Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Oh, der hat die Hose an. Sind Sie noch da? Oh, ja. Madison. Ja, Verzeihung. Madison sollte es. Wohnen Sie hier im Hotel? Ich kann schwierig. Ich weiß ja gar nicht, was sie. Hier fliegt Nein, immer nur irgendwas ich durch. Wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Der hat die Hose ja noch an. Das ist die Schlüpper. Wenn sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Fuchsgraber hat die besten Szenen heute schon verpasst. Nackige Popos. Ja. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf.
Haha, Fuchsrabe, das wusste ich ja vorher nicht. Hol mal die Kiste raus. Wir wollen jetzt dann wissen, was wir dann im nächsten Stream als erste Prüfung haben. Ich war sogar ein bisschen peinlich berührt, als diese Szenen kamen, ja? Sehr unangenehm, nackte Menschen zu sehen. So, Nummer 2. Bereit zu leiden, um ihren Sohn zu retten? Das alte Kraftwerk in der Stirbstraße. Dort werden wir dann zu unserer nächsten Prüfung gelangen. Ja, so ungefähr. Fuchsrabe, genau so. Man weiß genau, dass es niemand sonst sieht, was man eigentlich liest. Aber irgendwie ist es trotzdem komisch dann.